Der Freunde, ich bin's wieder, euer Lunaflex, und ich begrüße euch zu einem weiteren Part von Super Mario Bros. 3. War ich hier schon drin? Ja, war ich schon. Aber wo bringe ich das hin? Ich weiß das nicht mehr. Probieren wir es nochmal. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag gehabt. Und wenn nicht, dann hoffe ich trotzdem, dass ihr einen schönen Tag gehabt habt, weil auch schlechte Tage können manchmal gute Tage sein, wenn es Tage gibt, die noch schlechter sind als die guten Tage, die schlechter als schlechte Tage sind. Ah? Hast du kapiert, ne? Hast du kapiert? So. Oh, Mrs. Meinst du, es da drauf sitzen zu müssen, ha? Huh? Weil ich glaube, dass es hier irgendwo reingeht. Ah? Mrs. Ja, und zwar hier. Habe ich recht gehabt. Unter Wasser? Unter Wasser ist mir eigentlich nicht so lieb, aber wir machen es trotzdem. Weil, stellt euch mal vor, wir wären nicht unter Wasser, dann schwimmen wir das ganz was anderes. Wir schwimmen mal bis ganz hinter, gucken, was passiert. Wir gehen hier hoch und kommt da wieder raus. Ja, solche Welten, ich dachte eigentlich, das wäre eine andere Welt gewesen. Ja, hahaha, Mr. Verarschi-Boy, hä? Mr. Verarschi-Boy? Ist nicht gut, aber passt schon, ich habe einen Tanuki dafür bekommen. Damit bin ich mehr als zufrieden. Damit bin ich sogar sowas von zufrieden. Bin ich damit zufrieden. Jetzt geht's rüber. Schnapp die Wabbeli, die Schnapp. Sehr schön. Ja, genau. Achso, ich verstehe. Ich habe versteht. Ihr habt verstanden. Ich probiere es mal in dem Part, ob es mit dem Ton da denn besser ist, dass es nicht so echot. Und wenn nicht, dann, habe ich schon noch eine andere Idee, wie es funktionieren könnte. Ich meine, er nimmt hier anscheinend direkt von dem Programm auf, was ja quasi vollkommen in Ordnung soweit ist. So, jetzt haben wir das schon wieder geschafft und sind wieder rüber. Sind hier wieder rüber. Wir sind hier wieder rüber, doch. Warte mal, ist sogar richtig. Ich sollte mich nicht ständig über irgendwelche Sachen echauffieren, die dann trotzdem stimmen. Stern, Stern, nee, eine Feuerblume. Aber ich möchte eigentlich gerne meinen Tanuki behalten. Darf ich hier mal bitte rausgehen? Darf ich hier mal... Nein? Nicht? Gut. Hey, dann nicht. Dann gehen wir halt oben weiter. Wenn ihr das so möchtet. Okay. Blump. Wieso hüpfe ich da mitten ins Feuer rein? Bin ich so ein kleiner Pyromane, der sagt... Feuer! Ich muss da rein! Haha, verarschen brauchst du mich nicht, mein Mädchen. Und dich sehe ich, mein Freund, dich sehe ich. Hallo, Röhre, die nach unten führt. Guck mal, die ist orange, ist das eine Moorröhre? Ich meine, schlecht. Gut, und den Stern haben wir bekommen, das ein Leben. Damit bin ich allerdings voll zufrieden, weil 16 Leben sind in dem derzeitigen Stand der Dinge eigentlich nicht das Verkehrteste. Und wir gehen weiter. Dann immer weiter geht die Leiter. Dünk! Immer weiter geht die Leiter. Ich mache jetzt erstmal die 3. Und dann mache ich höchstwahrscheinlich die 5. Mal gucken, was ich... Ah, wieder so eine Welt. Oh, yeah. Ich glaube, das ist so eine Sternwelt, die man, wenn man aufpasst, immer Sterne bekommen kann. Ja, hast du kapiert, ne? Lass mal bloß gucken, wo. Und zwar hier. Ja, das war schlecht. Das war schlecht. Komm, beeil dich mal ein bisschen, beeil dich mal ein bisschen. Ich habe nicht alle Zeit der Welt. Hier oben ist nämlich, glaube ich, auch noch ein Stern drin. Aber den haben wir jetzt verkackt. Dafür bekommen wir eine Feuerblume, wo ich eigentlich auch relativ mit zufrieden bin. Warum machst du das? Und warum? Alter, was ist denn das für ein Lucky Two? Habt ihr es gerade gesehen? Oder ist es schon die ganze Zeit so und ich habe nicht drauf geachtet? Das würde mich jetzt allerdings schon mal interessieren. Weil irgendwie... wow, also sexy. Ich muss was behaupten, das war krass. Die Welt ist aber nicht schwer. Anscheinend ist die Welt nicht schwer. Wir holen uns das Stern. Kriegt man da kein Leben für ganz viele besiegte Gegner? Ich bin enttäuscht, muss ich sagen. Weil damit habe ich eigentlich schon gerechnet. Schade, schade, schade. So habe ich mir meine Leben zusammengefarmt in Peter Lustigs Ofen. In Peter Lustigs Ofen. Zack. Mehr? Fand ich nicht gut. Nein, fand ich überhaupt nicht gut. Jetzt kommt Lucky Two wieder. Hier ist nur eine Münze drin. Da ist nur ein Stern drin. Aber wir schaffen das, Freunde. Wir schaffen das.
Ohne Problematik. Haha. aber der Sek. Der war allerdings nicht so sexy. Ist egal, wir haben ja noch einen Pilz, oder? Den Stern werde ich jetzt nicht nehmen, so bescheuert bin ich jetzt auch nicht. Gib mich den Pilz, man. Gib mich den Pilz. Ich werde in diesem Level nicht hängen, keine Angst. Ich bin ja nicht die Wohlfahrt. Ich weiß nicht, warum die Wohlfahrt ausgerechnet bei diesem Level hängen sollte, aber zumindest bin ich nicht die Wohlfahrt. Gibt es hier jetzt so auch einen Stern? Nein, siehst du? Das musst du nämlich genau richtig timen und so. Und so. Ja, ihr Starris, ihr macht mir nicht viel aus. Ich möchte gerne dieses Ding hier haben. Nennt sich Feuerblume. Ich habe ihn nicht erwischt. Ist nicht schlimm. Alter, du kannst aber auch zielen, ne? Hexenschusskadide. Der Rest ist mir eigentlich egal, weil ich komme jetzt hier definitiv durch, weil ich jetzt einfach rushe. Mother Russia. So. Ein Pilz. Yeah. Pilz. Yeah. Ich möchte gerne erstmal das machen. Diesmal können wir es ja. Line und so weiter. Plopp. Und plopp. Ach, komm schon. Ich stelle mich an wie ein Wurstwasserbrett. Brathörnchen. Brathörnchen. Da habt ihr jetzt aber nicht wirklich sauber gearbeitet, Freunde. Muss ich sagen. Gegen die Röhre geknallt. Okay, ich habe verstanden. Ach so, das ist so ein Übergangslevel, was immer so Übergänge hat. Ihr versteht. Nicht? Ich verstehe mich manchmal selber nicht. Ich verstehe mich manchmal selber nicht. Ich habe jetzt natürlich auch so ausgesprochen, dass es so rüberkommt, als wenn... Alter! Das habe ich jetzt doch, ich habe es verstanden, aber ich fand das jetzt echt nicht fair. Nee, da brauchen wir gar nicht drüber reden, das war nicht okay. Liebes Spiel, das war nicht okay. Und ich würde mich über einen Pilz sehr freuen. Oh, wir haben Flügel, wir sind was Besseres. Wie Mario denn einfach die Flügel abreißt. Oh Mann. Jetzt stelle ich mir aber auch wieder an, wa? Aber ich möchte jetzt nicht irgendwie was Gutes für benutzen. Dann gehen wir hier rein. 12 Leben. Ich denke nicht, dass ich Game Over gehen werde. Ah, jetzt habe ich es gesagt, jetzt werde ich Game Over gehen. Schau nicht so entsetzt, Cooper. Schau nicht so entsetzt. Du weißt genau, dass wir keine Freunde sind, Cooper. Ah. Das weißt du ganz genau. So, und schauen wir mal. Hier ist Bombenstimmung, wie ich sehe. Ja, Bombenstimmung. Wieso komme ich da? Okay, was ist da? Achso, was war da denn los, meine Damen und Herren? Achso, okay, wir müssen darüber. Ich glaube jetzt nicht, dass es alles zugeht. Nein, geht nicht alles zu. Okay, hier bitte den heiß ersehnten Pilz. Nein! Dann ist er da oben drin. Oh nein. Ernsthaft. Wie cool, Spiel. Du bist der Hammer. Verarsch mich nur. Aha, Trottelspiel. Lass mich gerade nicht, kann ich nicht mehr raus. Ja, ist richtig. Aber da die Gegner auch nicht mehr da sind, ist das alles relativ unproblematisch. Deswegen gehen wir da jetzt hinter. Und ich sollte nicht immer auf den Vorspürknopf drücken, wenn irgendwas ist. Weil das auch an meiner Zeit hängen könnte. An meiner lustigen Zeit. So. So. Meine Damen und Herren, vielleicht zu lange Party. Ah, wir bekommen Tanuki Man. Ach ja, war klar. Oh, Spiel, jetzt hast du es mir aber gegeben. Krasses Spiel, ey. Also gehen wir hier wieder hoch. Yay. Hey, cool, kann fliegen. In die Kurve mich legen, ich bin ein Star. Warte mal, das könnte eigentlich so funktionieren. Pass auf. Nein. Moment nochmal. Jawoll. Habt ihr gesehen? Ich bin's. Manche Leute würden behaupten, dass ich's nicht bin, aber ich bin's halt einfach mal schon, ne? So, komm her. Hoch. Hoch. Und hier ist es bestimmt richtig. Kann ich jetzt mal Feierabend machen? Hier, also. Oh, ich hasse sowas. Ist doch nicht mehr lustig. Mann. Blauer Block stirbt. Everybody was Kung Fu Mario. Alter! Das,
Ich nenne den Part das nervige Blocklevel des Verderbens. Blocklevel, hm? Den nervigen Blocklevel des Verderbens. Und ja, jetzt fliegen wir da nicht gleich runter, sondern können hier weiter, ganz toll. Und jetzt bitte lass es vorbei sein, bitte, bitte, Brigitte, Titte. So, ja, die Titte von Brigitte ist meistens was Schönes. Warte mal. Nö. Gute. Ah, dich haben wir wieder. Haha. Gucken wir mal, was du sagst. Blume. Und Blume. Pilz und Pilz. 10 Münzen und 10 Münzen. Ein Ups. Und ein Ups. Noch eine Blume, die könnte hier sein. Ne, hier ist der Pilz. Gut. Dann hier. Blume. Ah, schön. Dann gucken wir ihn hier an. Nein, das war... ich wollte ans rüber gehen. Egal, gehen wir hier durch. Ey, was bekomme ich von dir? Gib mir eine Box, gib mir eine Box, gib mir eine Box. Ich will eine Box haben. Komm, lass mich bewegen. Ja. Yeah! Waschbär! Man! Oh, ich habe mir noch einen Affen aufbehalten, einen Frosch aufbehalten sollen. Das wäre cool gewesen. Yeah! Und hier kommen wir... Kommen wir wohin? Zeig mir, wo wir da hinkommen. Ja, nein. Und wieder zurück. Ich möchte dieses Level bald geschafft haben, weil es mir auf den Sack geht, also diese Welt. Jetzt sind wir auf der 4 und dann gehen wir schon langsam in Richtung Ziel. Ah, wieder Mr. Sauber gearbeitet, was man gar nicht durchsehen kann. Nein. Nein, ich will meinen Frosch haben. Nanuki! Nein! Ich bin ein Fisch mit Stacheln auf dem Kopf. Ich bin cool. Kannst du mal vorbeigehen, Fisch mit Stacheln auf dem Kopf? So. Lass mich raten, du bist immun gegen Feuer. Nein, bist du nicht. Boss nass! Danke, Funky Monkey. Hast du gesagt, dass das so Boss nass? Guck mal, ich hab Boss nass seinen Fisch ausge... Schwimmfisch, ich werde dich töten. Oh, nein, doch nicht. Ach man. Der Hintergrund ist übrigens gerade so... grandios. Hust. Hust. Ist es jetzt ein verdammtes Schwimm-Scrolling-Level? Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Ja. Also so solche Hacks kenne ich. Wo man alles so lieblos da bloß reingesetzt hat. Das finde ich aber nicht so sexy, ehrlich gesagt. Gar nicht. Eher so überhaupt nicht. Boah, ohne Witz, komm, explodier, krieg deine Blähungen. Du bist gut. Jetzt nach unten auch noch, oder was? Kann ich jetzt bitte rüber? Ich habe Angst vor den Blooper. Boah, jetzt kommt ihr Steinmännchenfisch. Aber warum Steinmännchenfisch? Bin ich eigentlich ganz noch koscher in der Schüssel? Ich hab's geschafft. Wunderbra! Ich mag das Level nicht. Hab ich dir schon erwähnt? Nein? Dann erwähne ich's jetzt. Ich mag das Level nicht. Oh, Stachel-McFish. Mit Blowjob-Mund. Blowjob-Mund. Oh Gott, das habe ich nicht wirklich gesagt. Könnte sein, dass auch Minderjährige zugucken. Hallo Minderjähriger. Schön, dass du zuguckst. Das freut mich. So plomp. Wir haben eine Sterne bekommen. Stern. Und ab durch die Röhre. Nicht ab durch die Hecke, sondern ab durch die Röhre. Schnitzel ab durch die Hecke. Und ich denke, ein Level in dem Part geht noch. Und dann, liebe Freunde. Oh, machen wir das metrosexuelle Level hier drüben mit der Pflanze, oder? Ich habe mich nicht entscheiden. Ach komm, machen wir es. Ich hasse es. Ich hasse es. Es ist nämlich ein reines so Pflanzenlevel. Hallo? Hey, Freund? Ich habe nie gesagt, dass ich dich leiden kann. Sag sowas nicht. Ach du heilige Flöte. Ach du heilige Flöte. Ach du heilige Flöte. Wisst ihr was? Das ist es mir wert. Wirklich, wirklich. Ich habe nicht viel von den Dingern, aber das ist es mir wert. Ich bin jetzt der Power Man. Hä? Das Problem im Power Man? Ja. Ich denke, ihr wollt von dem Level. Aber hier unten könnte was sein. Geht's hier rein? Nein. Okay. Dann hier rein. Auch nicht. Sondern? Hier rein? Hier rein? So, wollt ihr mich eigentlich verbarschen?
hier rein. Jawoll. Guck mal, wie so ein... was zur Hölle? Ich habe eine Powerhand für eine Powerhand bekommen. Okay, nein, ist okay. Habe ich kein Problem damit. Das sind quasi die Vorgänger von den New Super Mario Bros. Gegenpart-Spielen. Von... Ja, ihr wisst, was ich meine. Eins mache ich noch. Das war so kurz. Ihr werdet aber kein P-Schwitz kommen. Warte mal, ich will was ausprobieren. Jetzt, wo ich den Tanuki habe. Gibt's hier irgendwas? Ne, sieht nicht so aus. Also gehen wir durch. Hier sind keine Fackeln. Ne? Was ist hier los? Es ist alles so gespenstisch und ruhig. Hier ist nichts. Das macht mir etwas Angst. Und hier rüber. Wenn ich jetzt zu Tanuki komme, dann lache ich, weil... Eine Feuerblume, aber ich möchte keine Feuerblume. Ich möchte lieber hier hoch. Aber... Hä? Hier komme ich nicht rein? Was ist denn hier los? Okay. Spiel? Was ist hier los? Das ist etwas... Ich möchte es nicht behaupten, gruselig, aber... Es schon geht in die Richtung gruselig. Hä? Gut, dann probieren wir mal hier rein. Hä? Kann ich hier nochmal rein? Ich flieg mal hoch, glaube ich. Ich habe dieses Level überhaupt nicht mehr im Kopf. Nee. Vielleicht in die andere Richtung. Okay. Ich sage jetzt die ganze Zeit nur okay, aber das fasziniert. Muss ich da so lange rumrennen, bis ich einen Tanuki gefunden habe, oder was? Ich verstehe das gerade nicht, aber die Musik ist gerade extrem geil. Und geschafft. Jawohl. Und jetzt können wir gucken, entweder links oder rechts. Ich gehe erstmal links lang und gucke, wo wir da hinkommen. Ich bekomme hier rein. Bekomme hier mitten in die... Ja, war nicht lustig. So. Machen wir jetzt nochmal das, was ich so gut kann. Komm, zeig mir, was ich so gut kann. Schnapp. 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 Boah, guck mal, ein Sternenpilzblümchen. Und ich würde sagen, das war's mal wieder von diesem Part. Und wir sehen uns zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Super Mario Bros. 3. Euer Lunaflexi, bis dann, Daddy!